es war zweimal Liebe. Die Liebe vor einem Mann, meinem Mann, den ich in Paris getroffen habe, mit wem ich meine zwei Kinder habe. Und als ich ihn das erste Mal in Berlin besucht habe, es war ein unglaublicher Flash. Direkt in der Stadt verliebt. Für mich Berlin war der Tor nach Osten. Es war nicht mehr, also Paris war okay, Europa, ja, Westeuropa, ich habe das genossen und so. Aber hier, es war Osten. Irgendwie direkt, das war die Kastanien. Kiew ist auch sehr bekannt für seine Kastanien. Überall diese Kastanien, die Alleen. Etwas in der Urbanität, auch etwas in der Luft. Natürlich damals Berlin 2006, es war auch eine ganz andere Stadt. Also da kann man sich wirklich leicht verlieben. Ich erkenne nicht mehr meine Stadt heutzutage. Es hat sich so drastisch, aggressiv gentrifiziert. Es war alles underground, aber authentisch. Es war nicht so gefaked. Heute kommt man nach Berlin, weil es ist cool, hier zu sein. Es war nicht cool damals. Man konnte sich nicht mal vorstellen, als Künstler hier umzuziehen. Von Paris. Ja, ich erinnere mich, ich habe mich jeden Tag, fast jeden Tag, als ich meinen Kaffee geholt habe von der Bäckerei unten, gedacht, was für ein Glück hier zu sein. Es gibt keine andere Stadt, die mir dieses Gefühl gegeben hat. Sage ich heute nicht mehr, leider. Aber in Kiew schon. Das ist, oh. Kiew hat diese Energie jetzt, die prüht von überall, arbeitet, erinnert mich an Berlin so 15, 20 Jahre vorher. Und diese Jugend auch. Ich habe so viel Hoffnung an die Jugend, die ukrainische Jugendlichen, ihren Kulturbereich, Musik, Underground, Politik auch. Berlin war, würde ich sagen, zentral in der Entwicklung meiner künstlerischen Arbeit. Ich habe eher das Gefühl, dass alles, was früher passiert war, es war eher Übung noch. Ich war in der Kunsthochschule in Tunesien, dann habe ich in Frankreich ein PhD die Doktorarbeit geschrieben in der Universität der Sorbonne. Aber es war alles wie als ob Hibernation, you know, als ob es war am Kochen. Und richtig im Ausdruck gekommen ist meine Arbeit gekommen ist in Berlin. Sogar mit meiner Doktorarbeit. Ich habe wirklich fertig geschrieben hier. Das heißt, in dieser Stadt, ich habe das Gefühl, es war mir immer möglich zu verwirklichen. Nicht mehr zu träumen, zu bauen, zu planen, wirklich zum Punkt zu bringen. Die Stadt an sich, die hat mich auch extrem inspiriert. Hier habe ich angefangen zu arbeiten mit dem urbanen Leben, mit den Mauern, mit den Wänden. Hier habe ich auch die Beziehung gemacht zwischen Haut, Oberfläche, die Tiefe und die Mauer. Die Mauer wie die Haut der Stadt, also alles, wo sich lagert. Und wo jede Wand hat einen anderen Kontext und kann eine komplett andere Geschichte erzählen. Und einen komplett anderen Zugang zu der Vergangenheit, die noch arbeitet bis heute. Mein Bezug zur Vergangenheit ist immer gegenwärtig, ist immer mit der gegenwärtigen Situation. Es ist nicht ein zurückblickendes, nostalgisches Blick. Es ist eher zu verstehen, wie sind wir verbunden, was passiert heute. Was ist heute versteckt, das noch mit der Vergangenheit zu tun hat, aber weiter funktioniert und arbeitet.